theoretisch aber gar nicht so schlecht, ne? Wenn man so, wenn man das so macht mit Zahlen und Buchstaben. Mit Zahlen und Buchstaben. Achso, warte. Eigentlich sinnvoll. Ja, ja, schlecht wird das nicht. Man bräuchte halt dann nur einen Plan, wo man sieht, wo was ist, ne? Genau, genau, genau. Aber das geht ja. Kannst du theoretisch sogar mit Excel machen. Achso. Wartest du auch mal, dass der andere schlägt, den letzten Schlag? Ja, weil man sonst den Block da runter oder daneben, ja, halt genau. Irgendwie an. Ja, genau, mach ich auch. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor, über diesen letzten Stein unten irgendwie oder den ersten oben. Achso, ja. Damit das jetzt, falls, damit hier nicht alles zusammenbricht. Ja. Ja, aber wir, das, also wir haben hier genug gebaut, glaube ich. Also das müsste ihr auf jeden Fall halten. Doch, 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 auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass der Bunker relativ massiv ist. Ja, ich glaube auch. Also wenn der Ding halt zusammenbricht, dann war es halt die letzte Folge, ne? Ja, 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 na, ja, ja, wahrscheinlich ja. Oder wir müssen sehr schnell rennen. Ich meine, wir hätten noch 2 Tage Zeit, wieder alles aufzubauen, aber wir hätten halt nichts mehr, ne? Nee, da wäre halt alles weg. Ja. Was nicht, die spannend Kisten, sein könnte. Die Kisten, glaube ich, wenn die so wegbrechen, ich glaube, die sind dann tatsächlich auch leer, ne? Also da ist dann nichts mehr. Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Tatsächlich. Bin aber schon. Ehrlich, ich möchte gerne vieles rausfinden, aber das gehört nicht unbedingt dazu. Nee, nee. So, nee, 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 bitte nicht. Auf keinen Fall. Nee. Der ist dann auch bald weg, prima. Ah, ich glaube, wir kommen ja gut klar, Tobi. Na, ich glaube auch. Wie lächerlich das Lager von früher halt einfach wirkt. Ja, also wir werden Platz, wir werden den Platz nicht nutzen können. Wir haben nicht so viel Stuff, glaube ich. Och, Alter. Huch. Tobi, dein Fanclub, ne? Ach, okay, mal gucken, die kommen wieder zum Brunchen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Werde ich denen mal schön die Birne wegbrunchen. Die lieben dich einfach. Die lieben dich einfach. Was will man machen? Ist ja denn die gute Pute? Ach, da kommt sie. Süß. Haha. Hallo, Hannelore! Oh. Oh. Und wie ist Brunch? Körnig? Hab's wieder Crunchy Nut in die Kiefer? Gute Hannelore. Ja. Die ist immer sehr aufbrausend. Muss man immer in die, ne, in die Schranken weisen, dann geht das eigentlich. Mm. Das ist halt Temperament. Das kennen wir Deutschen gar nicht. Warte mal, wenn, ganz kurz, wenn da jetzt 3 sind, ne? Oh, erstens, das geht dann noch ein weiter nach hinten hier hoch. Hä? Hat mir eine 2er-Zementdichte nach hinten, falls wegen Explodern? Ja, ne? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, du hattest da noch was abgegradet gehabt, ja. Das ist gar nicht so schlecht. Offenbar haben wir da mitgedacht. Ja, ich glaube, das hattest du das nicht sogar nach dem letzten Blutmond gemacht, weil die da irgendwie auch gut weggerissen hatten? Ja, ich glaube ja, ne? Ich meine, da war was. Das bringt meine ganze Planung durcheinander, aber hey. Auch egal. So, wenn du möchtest, ne? Auf der anderen Seite mache ich auch direkt mal. Also da können die eigentlich gar nicht durchbrechen, weil die fallen die nicht runter, aber naja, man weiß ja nicht. Man weiß ja nie. 1, 2, 3. Achso, wir sind jetzt bei 38 Minuten, ne? Achso. Ja, komm, dann machen wir den hier noch weg. Ja, dann ist das schnell mal gemacht. Könnte natürlich auch so einen richtig heftigen 2023 Folgen Cliffhanger bringen. So, wird der Bunker stehen bleiben? Wow, krass heftig, wow. Weiß nicht, ob wir hier gerade Cliffhanger machen können mit diesen spannenden Baufolgen. Ja, man muss es nur gut verkaufen können, Erik. Okay. Das Drehbuch muss einfach stimmen. Dann passt. Oh, Alter, passt das schon. 5000 HP. Kriegen Sie den Block kaputt? Okay, also das haben wir.
wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, da sind natürlich nur noch 3. Hier ist jetzt natürlich nur noch ein Dreier Abstand, weil die Wand natürlich jetzt ein verdickt ist. Verdickt, Tobi. Agavendicksaft. Ja, oh, das heißt hier... Passt das nicht? Hm? Ist doch aber... 1, 2, 3, 4. Das hat vorher gepasst, aber okay. Jetzt ist der Abstand natürlich keine 4 mehr. Ne? Aber ist jetzt erstmal egal. 1, 2, 3, 4. Mach ich hier erstmal wieder weg. 1, 2, 3, 4. Das geht. Vielleicht mache ich hier auch einfach gar keine Dinger. So. Und wir gucken einfach mal hinterher, machen vielleicht was aus Holz oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das geht auch so, oder? Denke auch. Ich glaub, kann der hier schon? 1, 2, 3, 4. Ja, der kann schon. Fertig, Erik, ich habe mir Mühe gegeben. Das peppt das Ganze auf, Tobi, das hast du ganz toll gemacht. Jetzt nimm deine Kreide und mal eine schöne Sonnenblume drauf. So. Ich trau mich nie, den letzten Schlag zu machen. Aber die Statik stimmt doch. Also ich meine, da sind noch ja. Sind eh genug Balken überall. Nee, nicht, dass du da irgendwie, ne? Ich trau dir Spielphysik halt irgendwie überhaupt nicht. Ja, verstehe ich. Und wäre schwierig, wenn da wirklich was passiert, aber das sollte eigentlich alles genug gesichert sein. Vielleicht können wir erstmal diese anderen Balken hier machen. Ja, dass die vielleicht erstmal upgraden hier, genau. Du ziehst mich hier immer rein in deinen Angstwahn. Entschuldigung. So, und dann können wir auch die Treppe schön runterbauen. Ach ja, stimmt. Ach, die war ja wirklich komplett auf dem Ding, ja, okay. Ja, 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 ja. Da wären wir nicht mit hingekommen. Oh, ich hab Hunger. Ja, same, aber ich glaube, meiner ist Kummer gewohnt. Ja. Ganz ehrlich, ich sollte mir hier in-game vielleicht ein Magenband einbauen lassen. Wobei, vielleicht arbeitet er erst richtig effektiv, wenn der Magen leer ist, ne? Oh. Naja, jetzt habe ich erstmal nicht genug Ausdauer. Warte mal, ich hau mal kurz noch einen Penner-Eintopf rein hier. Und dann soll ich mal was trinken. So. Oh. Ich muss halt echt gucken, dass ich die ganze Zeit satt und sitt bleibe. Satt und sitt? Satt und sitt, tralala. Mädchen sind zum Küssen da. Hast du den Schlagerabend jetzt, im ZDF geguckt jetzt, über die Feiertage jetzt, oder was? Voll der 60er-Song irgendwie. Weiß ich nicht. Jetzt ergeben die Rentner-Kekse auf einmal Sinn. Heute wirst du mit so einem Song, glaube ich, also entweder, ne, so ein Song ist ja heute so, entweder du wirst auf Social Media dafür gecancelt oder auf dem ZDF dafür gefeiert. Ja, 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 das ist der Standard, klar. Fluch und Segen. Oder von der Gesellschaft ignoriert. Was wahrscheinlich 90% der Fälle ist. Ja. Es gibt halt super viele, die in dieses Schlagerding mittlerweile reingehen, ne? Ja, weil es halt ohne Ende, also kannst du dich ja dumm und dämlich verdienen. Ich glaube, Schlagerkarriere ist besser als Krypto. Oder Twitter kaufen. Ja, ich bin ganz ehrlich, rein geschäftlich gesehen, war das, glaube ich, der schlimmste Move. Ich glaube, das ist der Move, den er komplett bereut, dass er den machen musste. Ja, ich glaube halt auch, ich glaube, er wollte Twitter ja dann auch gar nicht mehr, ne? Ich glaube, er musste es ja dann machen. Er wollte es von Anfang an nicht. Das war ja nur wieder das Übliche mit der Kursmanipulation und so weiter. Hat sich heimlich Twitter Aktien gekauft. Blablabla. Und dann hat er natürlich öffentlich angekündigt, ja, wie wär's denn, wenn ich mal kaufen würde, blablabla. Und dann ging der Aktienkurs natürlich hoch wieder. Und das war das gleiche Spiel und das war immer schon bei Krypto auch genau die gleiche Geschichte. Immer schön über Twitter raushauen, bisschen die Kurse optimieren, sag ich mal. Ja. Aber diesmal ging es leider nach hinten los. Und dann willst du dein Gesicht natürlich nicht verlieren. Krass. Ja. Nun. Ja, nun. Der Elon. Der Elon. Der macht Sachen, Tobi. Das ist einer, ne?
Da machst du nichts, da machst du nichts. Ich warte noch drauf, dass er irgendwas zu Greta sagt auf Twitter. Ja, so ein bisschen auch in die Verschwörungstheoretiker Richtung geht er ja gerade schon, ne? Ist ein bisschen unheimlich. Ja, das irgendwie. Ist alles irgendwie. Es ist ein bisschen beängstigend, ja, wie nah sich, ich sag mal, Right Wing und diese ganzen ja, Verschwörungstheoretiker inzwischen sind. Ja. In einigen Bereichen. Dass das so alles zusammenschmilzt, ist ein bisschen bedenklich. Und ich bin ganz ehrlich, es ist bedenklich für beide Seiten. Auf jeden Fall. Und die Gesamtsumme davon ist noch viel bedenklicher. Ja, aber ihr, was, wenn sie doch recht haben? Ja, nein. Ja, nein. But her E-Mails! So, wir haben es gleich, ne? Dann können wir die Folge auch beenden, wenn wir den Balken ja auch noch weg haben. Oh. Eigentlich. Sag mal, hallo, die Modis wollen es aber, ne? Die Modis wollen es aber. Wo ist denn die Gute? Ach, da bist du ja schon. Hallo. Geht's noch, wenn du so hergekommen bist? Ich bin nicht mehr so fit, weil ich muss schon wieder essen und trinken. Ja, warte mal, Essen ist eine gute Idee. Ich glaube, ich hau mir ein bisschen Katzenfutter rein. Tobi, ich muss irgendwie auch wieder, bevor wir looten fahren, muss ich auch wieder Suppen machen, ne? Ich glaube, wir haben drüben aber noch Suppen. Haben wir? Aber es ist halt jetzt, also dann, ja. Ne, wenn du jetzt sagst, nächste Folge wird es abwechslungsreicher und dann gehst du vom Steinekloppen zum Suppen machen, ist halt auch nicht so geil, ne? Ja, das ist auch kacke. Nee, aber ich glaube, wir haben noch Suppen drüben. Ich muss nur demnächst mal wieder welche machen. Und vielleicht wäre es ganz cool, wenn ich die Felder mal hier rüberhole, damit das alles ein bisschen geschmeidiger geht. Wir brauchen Gläser dafür, ne? Wassergläser. Ja, aber Gläser können wir doch herstellen. Ja. Boah, Alter, aber guck mal, alles im All wird das hier schon ganz cool aussehen, ne? Das ist so groß hier unten mittlerweile, dass der Nebel sogar hier reinzieht. Oh, Alter, ja, wenn man nach hier hinten geht, das sieht schon ganz cool aus, der Nebel auf der anderen Seite. So wie die Luftfeuchtigkeit, was ist hier los? Ist halt ein bisschen übertrieben vielleicht, nee, ne? Nee, ich finde, das ist angemessen. Also ich finde, das ist angemessen, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt noch die Öfen irgendwie irgendwo hinkriegen, an irgendeine schöne Seite. Seitdem wir die Baufolgen machen, ist aber auch alles, sind die Folgen viel länger, glaube ich, ne? Gefühlt. Wir erleben weniger, aber wir reden mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Eigentlich sind die Baufolgen halt, wären halt eigentlich echt ideal für Streams, ne? Eigentlich ja. Oder für Podcasts. Oder für Podcasts. Pro Folge ein Thema, eine Stunde drauf rumreiten, ne? So. Ja. Passt schon. Ich habe nur leider Probleme, während ich spiele, mich auch komplett aufs Thema zu konzentrieren. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also gut, ich glaube, Bauen ist halt nochmal so ein anderes Ding. Ich glaube, diese Abbausachen, so Holz und so, das kann man easy machen, aber wenn es halt ums Bauen geht, ist halt schwer, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Vor allem, wenn man überlegt, wo was hin soll und bla, und dann, ne, du musst ja auch mit dem Kopf dabei sein, weil sonst baust du halt Scheiße. Oder es ist ja egal, was du baust, aber das bin ich nicht, Tobias, das bin ich einfach nicht. Nee? Nee. Habe ich noch nie gesehen. So, was ist das hier? Wieso haben wir hier einen Dreierblock, wo die Leiter dran ist? Das ist ja unge... Hä? Ach so, das hier war ja die Außenwand, die alte, ne? Wo wir dran hochgeklettert sind. War die das? Das war die, ja. Jo. Jo, krass. Krass. Ach so, übrigens, wenn du nächste Folge XP sammeln willst, oder übernächste, keine Ahnung, wenn du hier runterkletterst, da müssen die ganzen Decken noch gemacht werden. Also, ne, wenn du. Ja, naja, aber dann, wir sind auf jeden Fall, also wir sind safe. Ja, das glaube ich auch. Also, da können wir, glaube ich, noch doppelt so viele Blutmonde haben, bevor hier überhaupt irgendwas gefährlich wird. Ja, und bis dahin haben wir schon alles mit Stahl ausgekleidet, wenn das weiter so geht. Eisen ist gerade am Nachdingensen. Ja, also Stahlproduktion läuft gerade auf jeden Fall. Also Produktion noch nicht, sondern erstmal das Einschmelzen. Obwohl ich hier Öfen abbauen wollte, schmelzt sich gerade ein. Das ist so geil, dann kommst du hoch und hier ist einfach so ein geiler Frühlingstag. Das hier muss noch, wenn die Brücke dann noch steht und alles, das wird eigentlich, glaube ich, ganz cool. Schon hübsch. Ne? Die Treppe noch fertig machen, damit man die Leitern vielleicht auch mal los wird, dann, ne, dann
Müssen wir halt das immer durchs Treppenhaus gehen. Das könnte vielleicht nervig werden manchmal, aber ich glaube, das ist okay. Ja, aber ich finde, wenn wir das noch gut beschriftet, dann sollte das eigentlich easy sein. Ja, also bis jetzt hat es immer gut geklappt, auch nach oben zu kommen und so. Upp. Besser als die Leitern auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Dauert zwar, ist ein bisschen umständlicher und vielleicht eine Notfallleiter irgendwo in der Mitte wäre cool, aber habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Nee. Wo man halt so schnell mal durchswitchen kann, wo man halt nicht mal die Treppe nimmt. Wäre eigentlich sinnvoll, aber na, mal gucken. So, das hier wird die Wohnetage, ne? Was wollte ich denn jetzt gerade? Und da drüber kommt der Garten. Oh, es wird schon... Das wird schon spannend. Ich könnte theoretisch da auch noch zwei Halterungen machen und wir könnten komplett drüber gehen. Oh! Tobi, zwei Mais! Schnell! Der schmeißt wieder den Sperrmüll hier ab. Geil! Mit der Wohnetage? Nee, das wird auch zu groß. Oh. War das der Typ im Flugzeug? Ja. Nice. Nice hit, Bro. Der wollte wieder schreien. Ich hatte gerade überlegt, ob wir mit der Wohnetage vielleicht über die Grube gehen, aber ist eine schlechte Idee, ne? Weil wir brauchen A, nicht so viel Platz. Ah ne, mit der Wohnetage geht's eh nicht. Da ist ja der Cage of Rage mit dran. Der ist ja spaßeshalber direkt unser Balkon. Balkon. Ja, okay. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Etwas. Geringfügig. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen wollten. Was machen wir mit dem ganzen Platz, Tobi? Ich hab keine Ahnung. Ihn einfach haben. Ein Badezimmer bauen vielleicht. Ich wollte auf jeden Fall in einem Ding wollte ich noch was einschmelzen für. Aber kann ich das mal, wenn hier eh null ist, ne? Fleischzimmer. Kann ich den mitnehmen? Ja, den kann ich mitnehmen. Du musst es reparieren. Oh. Oh, und den hier. Ich muss es reparieren, okay. Wo bist du denn? Ich mache hier unten die Decke. Wollen wir es nicht in der nächsten Folge machen? Nee, bin schon fertig. Oh, auf der anderen Seite auch? Ja, klar. Ja, geil. Und XP-technisch, wie sieht's aus? Ja, das waren jetzt nur 14.000, aber ist okay. Ist okay. Bin mittlerweile Level 85. Also passt. Ich überlege halt, ob wir hier unten... Ach so, ach, warte mal, wir sind ja hier im inneren Zirkel und die kommen ja von außen hier rein, ne? Oh Gott, ich hab schon wieder ganz vergessen, die kommen ja von außen da rein. Stimmt ja. Diesen inneren hier haben wir eigentlich nur, damit die Zombies nicht zu uns gelangten. Ich weiß gar nicht, eigentlich können wir den auch massiv auffüllen, theoretisch, ne? Theoretisch schon. Also nicht unbedingt jetzt, aber so generell, weil eigentlich brauchen wir das Ding nicht mehr. Es sei denn, wir würden uns hier noch einen Fluchtpunkt machen, dass wir eventuell vielleicht doch mit einer Leiter noch in den Keller kommen oder so. Dass wir so eine kleine Exit-Strategie hier im Bunker haben. Weil sonst müssen wir halt immer wieder außen rumlaufen, damit wir ins Gebäude kommen. Ja, gut, ich sag mal, auf der anderen Seite, also wir können das natürlich massiv machen, aber wir brauchen es halt eigentlich auch nicht, ne? Das sieht so ein bisschen secret-mäßig da unten aus. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, nur wir können es nicht nutzen für irgendwas, weil die Zombies sich sonst da durchgraben, ne? Ja. Sobald wir es aktiv nutzen da unten für irgendwas und das uns erreichbar machen, graben die sich sofort da durch. Deswegen muss ja unten alles abgeschottet bleiben. Und was ich noch machen wollte, um deine XP noch hochzutreiben... Ich habe gedacht, dass wir vielleicht hier auch noch alles massiv machen. Die ganze Außenwand. Ich weiß nur nicht genau, wie die Zombies darauf reagieren. Na. Aber es ist auf jeden Fall cool, um XP zu generieren, um hier alles aus Zement zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, machen wir dann einen schönen Gang. Vorne, wo die durch können. Und dann sind da aber vielleicht schon Selbstschussanlagen oder irgendwas. Warum haben wir eigentlich unter unserem Haus, unter dem Bunker da unten dieses Ding gemacht? Weißt du das noch? Diesen Durchgang? Ja.
weil ich ursprünglich da Nischen machen wollte mit Selbstschussanlagen. Dass hier durchgehend einfach nur rasiert werden die ganze Zeit. Ja, okay. Das war der Plan, aber leider hat es nicht ganz funktioniert. Sehr gut. So. Ja, die Mauer könnte man theoretisch auch noch erhöhen. Wenn man die erhöht und verbreitert, ich weiß nur nicht, wie die Zombies darauf reagieren. Wir werden wahrscheinlich versuchen, hier vorne sich durchzuarbeiten irgendwie. Aber dann ist ja da auch der Gang schon. Eigentlich. Da bräuchte man eine Schreierin, die das mal ausprobiert. War die Schreier immer brav? Inzwischen gehen die Schreier brav immer unten lang. Ja, ich glaube, die sind auch nur hier durch die Dinger durchgebrochen beim Blutmond, ne? Ich glaube, das waren keine normalen Zombies, sondern ich glaube, das waren tatsächlich die vom Blutmond. Ich glaube, normale sind da auch schon durchgekommen. Kommt, ja? Glaube ich, vielleicht immer drauf an, von wo die kommen. Ah, oh, okay. Dass sie dann von hier vorne irgendwie verraffen, dass es da unten lang geht oder so. Warum auch immer die das nicht kapieren, das verstehe ich nicht. Achso, weil der Weg vielleicht länger wird, weil die dann da außen rum und dann da wieder zurück und da hoch müssen. Vielleicht haben die nur eine maximale Weggenerierungsstrecke, sag ich mal. Bevor die KI sagt, nee, der Weg ist zu lang, da muss es was Kürzeres geben. Na gut, so wie die aussehen, ist das bestimmt so, ja. Ja, für den Notfall ist ja egal. Und wenn wir fette Mauern haben, die hoch sind und hier vorne einfach die Tür aufmachen, dann ist ja auch egal. Funktionieren tut die Falle ja allemal, das sind ja eh nur Spielereien, die wir hier machen. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde gerne mehr aus Stahl machen irgendwie. Zumindest da, wo es so runter geht, würde ich gerne alles nach oben aus Stahl machen, auf Turmseite. Aber auch auf der 10-Meter-Turmseite, da würde ich das auch gerne machen. Na, hier wäre es vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn wir hier wirklich viel aus Stahl machen. Ja, genau. Was ich noch machen wollte, war unten halt eine Grube machen, wenn die da reinfallen, dass die ja nicht mehr rauskommen. Aber jetzt haben wir unten alles aus Stahl gemacht. Ich glaube nicht, dass es das hier passieren wird. Da machen wir vielleicht wirklich irgendwann einen neuen Bunker. Vielleicht auch nicht mehr in dieser Staffel. Mal gucken. Trotzdem immer noch geil mit dem Bunker, ne? Das ist immer noch. Ich finde den Bunker auch nice. Und es macht immer noch Spaß, Sachen rumzubauen. Voll nice. Und vor allen Dingen haben wir gefühlt dauernd Stundenfolgen. Wir müssen, Tobi, wir müssen. Ja, gut, wobei jetzt können wir auch zwei Folgen draus machen, ne? Ja, machen wir zwei Folgen draus. Geil. Nice. Let's go. Weißt du was? Ich mache hier schon mal alles so, dann kannst du nämlich schon mal. Oder warte mal. Ich mache das nicht so, ich mache das anders. Warte mal. Ich mache das Thomas. Einfach schon mal so. Thomas anders? Ja, vielleicht mache ich doch keine Staffel mehr. Erik, das war nur mein 7-Days-Witze-Repertoire. Ja. Bei anderen Spielen kommen andere Witze. 7 Days, 7 Witze. Tobi, wie sieht's denn aus? Hast du dein Zeug dabei? Also könntest du jetzt sofort loslegen? Ja, soll ich? Ich kann hier gleich loslegen. Ja, mach doch mal. Für hier würde ich den Weg gerne lassen. Aber zweier Weg reicht ja vielleicht. Achso, ich muss es hier lassen. So. Spawn Zombies eigentlich unter Wasser? Boah, das ist eine gute Frage. Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich glaube aber nicht, oder? Ich weiß nicht. Also wenn nicht. Was ist eigentlich. Kann man unter Wasser bauen bei 7 Days? Warum? Wenn die nicht im Wasser spawnen. Und man weit geht. Ja gut, dass sie ist. Nee, okay, das geht nicht. Da braucht man wirklich ein Meer, kein See. Ich hab gedacht, wenn man weit genug von Land entfernt ist, dass sie vielleicht dann. Wäre es nicht möglich, dass du einen Blutmond hast, wo kein einziger Zombie spawnt? Ich glaube, deswegen gibt es hier kein Meer, ne? Und bei den prozedural generierten Maps? Achso, mach das in der Mitte bitte auch mal. Da habe ich offen gelassen wegen den Dingern da. Ah, okay. Ich
denke nicht, dass es da mehr gibt, oder? Ich weiß es nicht. Warte. Ich weiß halt auch nicht. So, für mehr fehlt mir dann Holz. Ah, prima. Die Mauer muss auf jeden Fall noch ein Hör. Mindestens ein Hör. Ja, die stapeln sich ja mittlerweile ganz gut dran, ne? Genau deswegen. Tobi? Ja? Achso, ja, ich wollte gerade fragen. Meine KI ist offensichtlich auch nicht die beste. Ich habe mich gerade gefragt, wie kommen wir hier eigentlich raus? Und dann habe ich, meine erste Überlegung war, oh, wir müssen wieder noch ein Loch in die Wand schlagen. Aber wir können ja dem Pfad folgen, wie die Zombies eigentlich rein sollten. Da habe ich gemerkt, oh, meine KI ist auch nicht so geil, offenbar. Ich musste aber gerade auch einen Moment nachdenken, ne? Das, ich dachte auch gerade, hä? Ja, gut. Vielleicht trifft man ja jemanden nochmal auf dem Weg, ne? Wäre schön. Ich freue mich über sowas natürlich immer. Ja, klar. Einfach mal Hallöchen sagen. Ne? Oh. Was ist eigentlich, was ist eigentlich, wenn Beton ich hier... Mehr. Dong. Dann machen wir hier ganz kurz diesen hier. Hä? Oh nein, okay, ich muss reparieren. Hast du Reparatur-Kit? Ja, habe ich dabei. Bring ich dir sofort mit. Warte, ich hol schnell Beton. Okay. Ja, alles gut. Beton. Hallo. Hallo. Hier. Danke. Boah, wie geil animiert das hier runterdröselt. Bam, auf den Kopf. Ich wollte ja eigentlich gerade eine Leiter hinmachen, damit man ja doch rauskommt irgendwie. Ich halte das irgendwie doch für eine gute Idee. Okay, da kann ich nicht. Okay. Heißt das hier auch Leiter? Scheiße, ich vergesse das immer wieder. Von hier, dann wäre das doch ganz gut, wenn man... Okay, das ist doch ganz nice. So, also man kann jetzt aus dem Keller entkommen. Also aus dem Dingens hier erstmal. So. Da mache ich nochmal schnell den hier. Verbreite mal hier die Tore, vielleicht bringt es ja was. Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht wollen ja einige Zombies nicht hier lang, weil die eine Zweierbreite haben oder so. Kann das sein? Die Großen halt vor allem, ne? Ja, habe ich so gedacht, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Weil dann würden die ja trotzdem einfach hier durchkommen, weil hier weniger Trefferpunkte im Weg stehen. So, ich mache jetzt hier eine Dreierbreite draus einfach. Oder? Ja, ich denke schon. Ich bin mal gespannt, ob die sich jetzt wieder versuchen, hier durch die Mauer zu kloppen. Würde ich gerne wissen. Also ich würde den Einstieg hier gerne so stark vereinfachen wie möglich. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ich habe leider auch kein Holz mehr. Leck mich doch am Arsch, du. Könntest du mir auch welches mitbringen, wenn er eh schon mal, ne? Nee. Ich habe die Leiter übrigens so hoch gebaut, dass nur noch wir mit unseren geilen Street-Artist-Künsten da hochkommen. Ja, ich jump da gerne mal wie Tony Hawk nach oben, ne? Immer wenn ich nach oben jumpe, mache ich auch noch schnell noch eine Rolle in der Luft. Ja, ich spreiz die Beine dabei so auseinander, so. Geil. So. Ich mache ein richtig schönes Willkommenstor. Tor. Sag mal, werden Zombies nicht von Türen angezogen auch? Ich meine, da hat mal jemand was in die Kommentare geschrieben gehabt, aber wurde das nicht widerlegt auch? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber dann würde ich hier vielleicht noch eine 3x... Ah, nee, das ist eine 3x2-Tür. Das ist ja keine 3x3-Tür. Scheiße. Ich habe überlegt, wenn die nämlich dann hier die Tür vielleicht erahnen in ihrer KI... Moin. So mache ich halt hier ein großes Tor dran. Ich weiß aber nicht genau, ob es funktioniert. Hier, bitteschön. Oh, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Geil. Vielleicht mache ein Tor und auf der anderen Seite mache ich eine Tür. Und dann kann man ja mal gucken.
Aber selbst das hier würde gehen. Sieht symmetrisch aus. Toll. Ja. Das heißt, die nächste Folge, wo wir versprochen haben, dass mehr Action passiert, ist jetzt diese Folge, die wir dann aufgeteilt haben in zwei Folgen. Sehr gut. Gut. Ach, weißt du, dass die Ironie ist, der Zuschauer kann nicht enttäuscht davon sein, weil die Leute Kummer gewohnt sind. Die haben nichts anderes erwartet, als dass genau sowas passiert. Ja klar, ich glaube, die sind auch nicht mehr enttäuscht. Die wussten auch, glaube ich, schon, dass das wahrscheinlich, wenn wir sagen, nächste Folge gibt's mehr Action, dann wissen die schon, alles klar, dauert noch 4 Wochen. Genau. Kriegen übrigens Besuch. Ja. Wir sind, glaube ich, draußen noch, ne? Ich bin unsicher. Ich glaub, von vorne kommen. Auf deiner Seite gehört, glaube ich, ne? Ich glaube, die kommen hier von vorne gleich reingewatschelt. Wie Donald Duck. Schon geil irgendwie. Ich leuchte ihr mal. Jetzt höre ich die von links. Ist schon irgendwie. Eigentlich ist es doof, dass wir die Zombies nicht so koordiniert haben, dass wir wissen, wo die rauskommen. Die kommen jetzt von links. Da war sie schon. Nice. Okay. Teabaggen! Ja. Hat die gute Dame nur ein Bein? Oh. Ja, da wäre ich auch sauer. Obi, du bist ein Freund der Symmetrie. Ja. Ich gebe dir Mühe. Aber das irgendwie ist super lieb von dir. Ah, perfekt. Ach, gucke, jetzt geht's doch. Kann man. Es wäre so schön, wenn man das wie bei Forest machen könnte, dass man die so hier irgendwo drapiert. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass man die so aufhängt. Boah, das wäre toll. Ja, das wäre so cool. Oh, der Schildkrötenkopf bei The Forest immer. Oh. Ja, so über den Kamin hängen. Alles so. Ach, das war so cool. Ach man, good times. Achso, ich wollte jetzt wieder den üblichen Weg zurückgehen, aber der ist ja nicht mehr da. Aber wo üblicher Weg zurück, Erik? Wir sind bei 1 Stunde 6 Minuten. Ich glaube, jetzt langsam müssen wir aber. Na gut, Tobi, na gut. Man muss ja gehen, wenn es am schönsten ist. Ne, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht machen wir nächste Folge was Spannendes. Ich weiß es nicht. Damit rechnet hier keiner mehr bei unserem sehr beschaulichen 7-Days-to-Urlaubsplanung. Ja, gut. Ich mag unseren Bunker. Ich finde ihn gut. Der ging halt noch ein bisschen höher, ne? Also ein bisschen. Ja, der geht ja. Da kommt ja auch noch eine Etage drauf, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist, weiß nicht, ob das die letzte Etage war, aber das werden wir dann sehen, ne? Ja, naja, eine Gartenetage soll noch drauf, weil ich wüsste sonst nicht. Also wir können natürlich bei der Gartenetage auch noch einen Aussichtsturm machen. Aber ich finde es cool, dass wir dann ein begrüntes Dach haben. Das haben andere Betonklötze heutzutage nicht. Na, finde ich auch. So ein bisschen mal was Neues machen. Wir können theoretisch auch Bäume. Oh, Tobi. Jetzt bringst du mich auf Ideen, Tobi. Oh nein, willst du eine Baumplantage noch mittendrin reinmachen oder was? Nee, aber guck mal, links und rechts, zum Beispiel bei der Mauer hier, statt einfach nur Klötze, können wir noch ein Dingens freilassen. Da machen wir ein Erdeding rein und dann haben wir da ganz easy ein Bäumchen drin, so links und rechts. Ja, so ein bisschen vergrünen, dass das so ein bisschen aussieht wie bei The Last of Us. Ja, sowas halt in der Richtung, genau. Und oben geil. Natürlich vielleicht auch mal hier und da ein. Ja, wäre eigentlich noch cool, machen. Ne? Ich würde jetzt hier nicht ringsrum Büsche machen, weil dann können wir auch nicht richtig gut schießen nach außen. Schießen. Das können wir auch so nicht. Schießen. Nee, vor allen Dingen, weil auch, ich weiß nicht genau, wie das mit der GPU-Leistung ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe, also in letzter Zeit habe ich gar keine Probleme mehr. Vielleicht liegt es am neuen Rechner. Ja, wobei heute habe ich auch keine Lags, komischerweise. Vielleicht ist es doch öfters mal am Server, dass da irgendwie was, ne, dass das vielleicht irgendwie so umspackt. Ja, ich glaube, der ist es auch. Ich glaube auch, der ist es. Es ist immer, wenn wir in die Gruppe gehen, dann fängt es immer an. So, Tobi, jetzt mal, ne, danke fürs Zuschauen. Danke, Tobi, fürs Zuschauen. Jo, danke, ich habe gerne zugeschaut. War eine tolle Folge. Ja, cool. Ich gucke bei dir immer wieder gerne zu. Ist immer wieder spannend, was passiert bei dir. Geil. Ja. Und dann bis zur nächsten Folge auch allen anderen, die sie hierher verirrt haben, ne? Die drei. Tschüss.